Ich höre mich heute von der Berlinale und bei mir zu Gast sind Marlene Buro und Felix Kramer aus dem Film Irgendwann werden wir uns alles erzählen. Kurz vorab vielleicht unsere Zuschauer, die jetzt nicht den Film sehen konnten. Könnt ihr kurz und grob erklären, worum es geht? Also es geht um eine, die im Mittelpunkt steht, die Figur der Maria, junge Frau. Und wenn man es kurz und knackig versucht zu beschreiben, ist es die emanzipiert sich, ist eine Emanzipationsgeschichte einer jungen Frau in Verbindung mit einer Liebesgeschichte mit einem älteren Mann in der Provinz. Und das nicht so als Wellness-Thema, sondern schon sehr, mit sehr viel Leidenschaft, sehr archaisch, sehr dramatisch, auch sehr zärtlich, voller Sehnsucht, voller Verlangen, bis hin zur absoluten, sanften, zweckfreien Liebe, wenn man das so sagen kann. Was hat euch beide so am Drehbuch gereizt, dass ihr den Film unbedingt machen wolltet? Ich glaube, ich habe tatsächlich noch nichts Ähnliches gelesen oder gesehen. Mir sind so ein paar Sachen aufgefallen. Das ist ja auch erstmal so ein Instinkt beim Lesen. Und dann, mich hat es sehr bewegt. Also mich hat die Geschichte einfach sehr bewegt. Die hat auch noch lange danach, ist mir die durch den Kopf gegangen und hat mich mitgenommen. Und diese Menschlichkeit, die da drin steckt und diese Stille, mich hat auch die Stille so beeindruckt, diese Kommunikation ohne Worte, etwas mal nicht zu zerreden, sondern dass da was entsteht zwischen den Zeilen. Und wie du gerade schon meinte, es ist sehr leidenschaftlich, das fand ich spannend. Ja, natürlich in erster Linie bei meiner Figur diese Zerrissenheit, diese Einsamkeit. Das ist für... Also, das ist eine große Herausforderung, weil man sofort spürt, dass da, wenn man sich dem stellt, da muss man schon all in gehen. Das ist nicht so mit Schublade und das mache ich mal hier die Leseratte und jetzt mache ich mal den Liebhaber, sondern da muss man sich irgendwelchen Dingen stellen, die eben vielleicht auch mal ein bisschen ungemütlich sind, sich mit seinen eigenen Unsicherheiten beschäftigen, das zuzulassen, sich zu öffnen und dann eben mit der Regisseurin. Emilia Atif, die einfach diese Stimmung, die da so ein Zuhause baut, dass du auch bereit bist zu scheitern, aber dann nicht das Gefühl hast, nie wieder aufzustehen. Das ist sozusagen eine Figur, die spielst du nicht so oft in diesem Kontext. So. Ja. Habt ihr vorab eigentlich auch den Roman von Daniela Green gelesen? Bei mir ganz kurz erst danach. Also ich kannte Daniela Green gar nicht und lese jetzt aber ihren dritten Roman schon. Oftmals ist es ja so, dass sich Drehbuch und Roman dann doch unterscheiden und man als Schauspieler dann meistens ja sagt, ich lese es lieber nicht vor, weil das Drehbuch vielleicht was anderes ist. Aber jetzt hat Daniela Green das Drehbuch ja selbst verfasst. Ist das dann was anderes? Ja, also das war ja das Schöne, dass Daniela Green und Emily Artif so nah beieinander und miteinander gearbeitet haben. Und wir finden ja auch vieles wieder, was wir im Roman lesen. Und für mich war es eine ganz große Hilfe. Also ich habe erst das Drehbuch gelesen und dann den Roman relativ zeitnah und konnte dann aber damit total gut arbeiten, weil wir die ganze Gedankenwelt von Maria in dem Roman haben, was wir im Film oder was wir irgendwie übersetzen mussten, weil wir keinen Voice-Over haben, wir können nicht hören, was sie denkt. Und da immer wieder hin zurückzugehen und zu verstehen, wie sieht sie die Situation, was empfindet sie da, ist natürlich total schön, das rauszunehmen aus dem Roman. Ihr habt auf der Pressekonferenz schon gesagt, ihr hattet eine Intimacy-Koordinatorin am Set. Und das ist ja gerade im Zuge von MeToo jetzt immer wichtiger und immer häufiger, dass sowas am Set es gibt. Und gerade bei so einem körperlichen Film wie dem euren. Wie war die Erfahrung für euch? Also ich habe das vorher noch nie gemacht. Ich will es auch nie wieder anders machen. Für mich war die Arbeit mit Sarah Lee insofern sehr bereichert, weil ich mich mit Intimität viel mehr auseinandergesetzt habe. Nämlich, dass dieses Berühren und die Nacktheit, ich weiß, das ist sehr äußerlich, aber die intime Berührung kann sehr viel fragiler und zärtlicher und
viel leiser sein, als man glaubt. Nämlich, es gibt diese Anfangsübung, wenn man das so beschreiben kann. Sich einfach voneinander hinstellen und sich mal in die Augen zu schauen. Und das auszuhalten. Denn Intimität hat etwas dazu, was auszuhalten. Und zuzulassen. Und dann geht es in die Technik. Dann wird einfach, wie bei einem Auto, das sich überschlagen soll, wie einem Stuntman, der aus dem Fenster springt, wird die Höhe abgemessen. Also wird die Berührung einstudiert, ganz mechanisch, so. Kannst du fast mit Knetmännchen machen. Es wird so automatisiert, dass du dann am Set versuchst, das dann mit Emotionen zu füllen und nicht umgekehrt, wie es vorher war, in die Emotionen gehen und hoffen, dass wir am Ende, dass die Frau dann oben liegt, so wie sich das der Regisseur oder die Regisseurin gewünscht hat. Also es ist wirklich so ein Navigationssystem für Emotionen, was man auch, glaube ich, für andere Szenen auch benutzen könnte. Und wie waren diese Proben für dich? Ja, für mich waren die, also es war für mich total wichtig, weil ich natürlich beim Lesen wusste ich, okay, das wird von mir verlangt und das braucht es auch. Es ist nicht einfach, es ist ja kein, sind ja nicht Sexszenen, wo man sagt, naja, die hatten reingeschrieben, um Sexszenen reinzuschreiben, sondern es ist einfach wirklich, Beziehung erzählt sich ja auch über diese Sexualität und wusste aber, das ist eine Herausforderung für mich und war dann total erleichtert, dass wir diesen Rahmen hatten, das zu proben und dass wir letztendlich so angstfrei waren beim Dreh, dass man so loslassen konnte. Weil auch das ist ja so, wenn man Angst hat, oder es ist ja auch immer, es ist immer ein bisschen strange. Es ist ja nie so, dass man sagt, ja, das macht man jeden Tag und das dreht man dann so ab, sondern es ist immer für alle, es liegt so in der Luft, man weiß, okay, das kommt und man. Und das wurde uns halt komplett genommen. Und wenn man nicht so zumacht, wenn man Angst hat, dann ist es halt sehr viel einfacher, dann auch reinzugehen und auch in die Emotionen zu kommen. Auch wenn es davor so mechanisch war. Eigentlich war es einfach nur eine ganz große Bereicherung für unsere Arbeit. Also genau, dass es auch nicht so eine Mutprobe wird. Ne? Genau. Wer ist jetzt die Mutigere? Ist sie freier im Spiel als ich? Machen wir uns gegenseitig zu? Wieso Höhenangst? Und Sarah Lee, wenn man jetzt mal Höhenangst nehmen würde, die nimmt dir diese Meterzahl weg. Das ist keine Rolle spielt. Du weißt nicht, es geht nicht um höher und besser und mutiger und offener. Du bist noch nicht so weit, gar kein Problem. Machen wir dann morgen weiter oder vielleicht gehen wir mal bis dahin. Wir machen das Beste draus. Das ist wirklich ein sehr, ganz tolles Gefühl. Ja, und weil man auch so schnell reagieren konnte, ja. Weil sie, es ist ja auch eine Tagesform. Wenn es hat den einen Tag geklappt, da ist man okay damit, okay, du fährst mich hier an, das finde ich okay. Am nächsten Tag ist es was anderes, du spürst, du kannst es nicht. Und sie konnte halt sofort damit umgehen. Und wir konnten einen Weg finden, trotzdem diese Szenen so authentisch wie möglich wiederzugeben und diese Geschichte zu erzählen, auch mit unseren Bedenken und so. Und Emily, die ist dann in der Lage, sich so zurückzunehmen und es zu überlassen. Das ist auch eine Fähigkeit als Regisseurin, ne? Da nicht reinzugehen und ich will näher oder so, sondern das zu akzeptieren. Umso schöner, wenn du sagst, dass das funktioniert dann. Ja. Ne? So, das hört man natürlich gerne. Absolut. Das heißt, es ist die einzige Herangehensweise, die man heute noch machen sollte, oder? Absolut. Ja. Und die Schnäpse und diesen ganzen Mist weglassen. Ja, du lachst. Hat alles schon stattgefunden. Okay. Ja. Interessant. Wie habt ihr euch in der Vorbereitung auf die Rollen, also euren Rollen überhaupt genähert? Habt ihr nur das Drehbuch und den Roman gelesen oder habt ihr euch noch eine Background-Story zurechtgelegt, um besser reinzukommen? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ich weiß nicht, ich glaube, jeder hat da ja auch so seine Art und Weise, da ranzugehen. Für mich, also wie ich gerade schon meinte, das war das erste Mal, dass ich mit einem Roman arbeiten konnte. Und das war anders als bisher, weil es viel greifbarer war und sehr viel schon da war und dann ist trotzdem immer ein Prozess, man liest es ja nicht und weiß dann sofort, okay, so mache ich es und so wird es passieren. Es spielt ja so viele unterschiedliche Dinge mit rein und man redet viel, man denkt darüber nach, man hat den einen Abend, kommt man vielleicht nicht weiter und dann sieht man irgendwas oder hört Geschichten und dann verändert sich auch nochmal der Blick darauf oder man probiert was aus, man nimmt ja auch ganz viel vom Partner und letztendlich, man kann sich was bauen, aber das kann am Ende alles hin sein, weil am Set was ganz anderes passiert und deswegen, ja, es ist ein Prozess,
ich finde es immer so ein Rangehen und wieder zurücktreten und rangehen und zurücktreten. Und dann kommt man da irgendwie hin zu der Rolle und findet sie. Bei mir ist der Start ist immer sehr einfach und dann wird es ganz sehr, sehr, sehr kompliziert. Also ich lese. So. Und dann ist es. Und dann fange ich an zu sammeln. Also mein Start war wirklich so King Kong und die weiße Frau, so Assoziationsketten, ganz archaisch, so animalisch, so ein bisschen das Animalische. Dann Rotkäppchen und der Wolf, ganz simpel, alles sehr infantil, auch so ein bisschen sammeln. Und dann sortiert man aus, dann sucht man bei sich vielleicht so ein bisschen, liest man nochmal. Und da hält man sich darüber, dann hört man Musik, kriegt man Gefühl, dann entwickelt sich langsam so ein Gefühl für diese Figur oder denke mir, so kam ich auf diese Junkie-Geschichte. Für mich ist in erster Linie habe ich sehr so eigentlich mit jemandem beschäftigt, der einfach ein Suchtproblem hat, ein Suchtmensch, der sozusagen kein Maß hat, egal. Also wenn er trinkt, dann säuft er so, ne? Wenn er isst, dann würde er fressen und so weiter. So, solche Gedanken. Dann kommt man zusammen und dann entwickelt man zusammen und dann geht es irgendwie so, es klappt Hand in Hand. Und ja, dieses bei mir ganz klar, für die Figur ganz klar, das Mutterthema, dieser Männerhass, Selbsthass, bis hin zur Selbstzerstörung, dieses Lebensmühe. So, ja, dunkle. Was echt, ja, auch, muss man gut abends auch abschütteln, weißt du, um dann auch gut schlafen zu können. Das geht schon, das ist schon ziemlich tief so. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Marlene, irgendwann werden wir uns eins erzählen. Es ist in einem Land vor unserer Zeit erst deine zweite Hauptrolle. Du hast jetzt im September, glaube ich, letzten Jahres angefangen, Schauspiel zu studieren in Leipzig. Ja. Ist das überhaupt notwendig, wenn man schon so ein Talent mitbringt? Ja, ja? Talent ist ja. ich gerade in dem Beruf, oder ich weiß gar nicht, wahrscheinlich in jedem Beruf, das ist ja total wichtig, immer noch weiter zu. Man lernt ja auch nie aus. Also man kann diesen ganz einfachen Satz auch benutzen, man lernt nie aus. Und ich stehe noch sehr am Anfang und habe zwar diese tollen Erfahrungen gemacht, die mir auch sehr viel, die mich sehr, sehr viel gelehrt haben. Das war der Beweis, du musst wieder auf die Schule. Ich muss wieder auf die Schule. Nein, aber es ist ein Handwerk, es ist ein Beruf und an der Schule lerne ich einfach noch sehr viel mehr, was dazu gehört. Also ich meine, es ist nicht nur emotional herausfordernd, sondern auch körperlich und ich lerne viel was über meine Stimme, Bewegung, alles, was da so reinspielt und habe auch Lust, mich im Theater auszuprobieren, in einem ganz anderen Medium und zu spielen. Und ja. Ich finde es beeindruckend, noch auf die Schule zu gehen. Ich finde es super, muss ich ehrlich sagen. Ich finde es ein richtiges Statement. Ich finde es cool. Ja. Kommen wir zum Schluss. Wie sieht für euch die Zukunft aus? Was stehen neue Projekte an, über die ihr schon reden könnt? Oder was kommt demnächst? Ich werde ganz viel schlafen jetzt in den nächsten Tagen. Ja, bei mir, mein zweites Semester startet. Mal gucken, ich weiß noch nicht genau. Bei mir kommt ein Film raus, noch eine Serie, noch ein anderer Film, ich habe ein paar Bücher. Aber alles, machen wir alles später. Es wird geschlafen und vor allem noch die Berlinale. Vielleicht ein paar Filme erwischen nächste Woche. Ja, das wäre schön. Ne? Das ist schon ein irres Festival, das ist schon echt irre. Absolut. Ich wünsche euch ganz viel Spaß noch auf der Berlinale. Viel Erfolg mit dem Film. Dankeschön. Und vielen Dank für das Gespräch. Danke sehr.